Da ist die Gude. Hallo. Sieht schon witzig aus. Hallo zusammen, heute ist es endlich soweit. Die Mieter ist da. Ein Jump-and-Run-Spiel in der Mixed Reality. Und da wollte ich euch mal kurz das Spiel mal so ein bisschen vorstellen. Ich selber habe es mal kurz angespielt, damit ich mich in dem Video gar nicht gar so dämlich anstelle. Raumerfassung habe ich gemacht. Man braucht halt viel Platz, ne? Aber das zeige ich in einem Spiel, die einzelnen Level, die tauchen dann hier irgendwo auf. Manchmal ist es schwierig dran zu kommen, aber die kann man dann auch zu sich ziehen und kann dann von da aus spielen, wo man gerade ist. So, das mache ich mal weg. Wir wollen von Anfang an. So. Y, genau, das ist das, was ich vorhin sagte. Da kann man halt sein Level dann zu sich ziehen, ne? Wenn das jetzt mal irgendwo ist, wo man nicht gerade gut dran kommt. Zeige ich aber gleich im Spiel. Da oben ist die Gute, die stürzt gerade ab. Ist er? Ah, hier. Okay. Also mit Y kann man die Barrierefreiheit aktivieren. Geht es noch nicht? Überspringen. Müssen wir uns ja nicht anhören da. Okay. Also ich könnte mich jetzt rein theoretisch auch bücken, aber das ist mir dann doch zu doof. Da ziehe ich mir. Ne, hochziehen kann man sich gar nicht, siehst du? Ich dachte, man kann sich das mal ein bisschen hochziehen. Ne? Man kann. Doch, geht. Geht. Klar. Wir sind ja faul, ne? Okay. Da ist die Gute. Hallo? Sieht schon witzig aus. Okay. Also mit dem linken Thumbstick kann man es steuern. A ist springen, B ist kämpfen. Und so wie ich mitgekriegt habe, müssen wir auch Diamanten einsammeln. Hier kommt man nicht hoch. Man muss sich schon bewegen, ne? In dem Spiel. Na ja, gut, okay. Gehen wir mal in das Portal. Das ist das, was ich meinte. Na, jetzt haben wir ein bisschen Schwierigkeiten, da dran zu kommen. Da ziehe ich mir das einfach wieder rüber. Ja. Wo ist er? Ah, hier. B. Wow, now that is unusual. Make me jump with A. B is useful for many other things. A drücken, klettern, okay. Springen, oh.
Diamanten, 1 von 45. Ich denke mal, diese Teile sollte man nicht berühren. Sieht nicht gesund aus. Hier vorne kann man klettern. Aber ich denke mal, dass wir erstmal hier hin müssen. Oh. Nö, dessen lieber. Brauchen wir nicht kämpfen. So, wie komme ich jetzt dahin? Hier drüben. Ah, okay. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt schon dahin müssen. Da geht es ja wieder ins andere Portal. Hier geht's lang. Oh. Ach nee. War das zu hoch für dich? Macht schon Spaß, ist cool. Ah! Was habe ich jetzt erreicht? Keine Ahnung. So, jetzt haben wir wieder zwei Portale. Ich glaube, bei dem geht es wieder zurück. Aber dieser Diamant hier, der irritiert mich noch. Ah, jetzt habe ich, nee. Falsch, war falsch. Ja gut, da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, ne? Einmal drehen. So geht's. Na? Ah, hier rum, so rum. Ah, da kann man gar nicht hoch. Muss mich hier lang hangeln. B to release my grip. 2 von 45. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Bin ich das jetzt? Was war das? This is a nightmare. I should wake up eventually. Das können wir so stehen lassen, das ist ja riesengroß. Ich habe garantiert auch was übersehen. Ich wollte es ja nur mal kurz vorstellen. Also von der Grafik her wunderschön. Das ist Mixed Reality. Wie das jetzt so richtig funktioniert, da komme ich auch noch dahinter. Das ist mit diesen Diamanten da. Ah. Oh oh.
Ah, das sind die Checkpoints, okay. Das sind die Checkpoints. Dachte, ich könnte da dran springen. A drücken, aber erst wenn die Stachel da weg ist. Ja. I wonder, why are you actually helping me, Pilot? Das war's? Mit Sicherheit habe ich irgendwas übersehen. Aber da kommen wir ja noch dahinter. Hey. B überspringen. Echo? Echo! Do you copy? Hör dich nicht. How shall I do this? All right, we should start by getting it back in shape, Pilot. And to achieve that, we'll need 3 shards of sap. But with luck, there are enough of them on this planet. Well, we should get going. Good. Leute, bevor es euch zu langweilig wird, hier war ich doch schon. Soll es das erstmal gewesen sein? Es geht ja auch nur im ersten Eindruck vom Spielprinzip, also richtig schon mit dem Bann. Hier waren wir noch nicht. Gut, gucken wir da nochmal. Dass man sieht, wie das so im Prinzip das Prinzip funktioniert. Ich meine, hier wäre ich auch schon gewesen. Genau, hier war ich auch schon. Alles klar, also auf jeden Fall will ich das weiterspielen. Das macht wirklich viel Spaß. Ist auch ein bisschen anstrengend, man muss schon sich noch ein bisschen mal bücken und so. Wo war ich denn? Hier bin ich vorhin rein, ne? Da bin ich hergekommen. Was gibt es denn noch? Mal lange drauf gewartet. Auf das Game. So, wie war das jetzt hier mit dieser Kugel? Da kann ich jetzt reingehen. Bin ich praktisch jetzt im Spiel. Von hier aus kann ich nichts machen. Ne? Kann ich nur gucken. Okay, Leute, ich hoffe, euch hat dieser kleine Ausschnitt gefallen von dem Spiel. Macht wirklich viel Spaß. Ich werde mich damit mehr befassen und werde mich beim nächsten Video nicht gar so dämlich anstellen, hoffe ich. In diesem Sinne, bye bye.